So, jetzt gibt es ein Gameplay von Miami Street. Das habe ich jetzt auch noch ein... Oh, jetzt gibt es ein Gameplay von Miami Street. Das habe ich jetzt auch durch Zufall nur bei Microsoft Store gesehen. Das ist gratis. Das ist einfach mal ausprobieren. Mal schauen, was wir uns da runtergeladen haben. Maustaste, Leertaste oder X? Oder was ist das denn? Okay. Ja, hier ist das. Okay, ich glaube eigentlich gar nichts machen, außer mit der Leertaste. Cool, das ist ja irgendwie cool. Aber wenn man mit der Leertaste handelt, ist ja, naja. Oh, jetzt darf ich mal wieder die Maus benutzen? Ja, danke. Also das ist ja eher so ein Handyspiel, glaube ich. Hol dir die Belohnung, muss dann die Kohle abholen. Ja, nice. Halte deine Augen an diesem scharfen Muskel packen. Paket namens Mustang GT. Der gehört dir. Doch mal nicht, wie brauchst du schon eine ganze Sammlung. Ja. Ja, ja, schön. Ein Sternkarte abholen. Okay, hol dir dein neues Auto. Abholen. Wieder Mustang, ja nice. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Ein Stern, ist doch bestimmt scheiße. Setze deine Story fort. Episode 1. Okay. Okay, machen wir. Ja. Start des Rennens, ja, super. Event starten. Zeit für das erste Event. Ich bin hier in Oma Quash Quash. Einem der Sponsoren von... Achso, ich bin hier mit Oma Quash. Einem der Sponsoren von Miami Street. Oma, was ist das Ziel der Fahrer? Okay, das lesen wir jetzt nicht, weil ich will eigentlich noch fahren, weil mir das echt viel zu anstrengend ist. Wer ist dein nächster Gegner? Ja, so viel Auswahl habe ich ja jetzt nicht. Wie soll ich denn die bestehen? Ja, ich habe nicht so viele Autos. Starte den Motor, yes! So, und jetzt benutzen wir einfach wieder hier. Oh Gott! Er ist zu schnell, er hat ein Handy. Ich hab doch nur Lust an, er ist viel zu schnell. Nein, ich hab's verwirrt, Unfall, oh Gott, ich bin so ein Versager. Ich hab zu früh Gas gegeben, da bin ich auf der Pelle rausgeflogen. Perfekt gebremst. Ich steht am Gas, was? Ja, perfekt. Hey.
Angelehnung, 30 Cash. Ach, das ist ja leicht das Spiel. Beziehungsweise nicht so aufregend. Wähle deinen nächsten Gegner, ja. So viel Auswahl habe ich dann nicht. Dann nehme ich natürlich wieder mein Muster, ich liebe meinen Muster. Ich starte mit dem Motor gegen den alten Porsche. So viel Gas, wie immer. Der Trick am Wald. Boost! Und wieder Boost. Ja, wirklich. Gut am Werk, aber egal, gut, immer gut. Yeah! Aber das sind doch keine Menschen, die Gegner, die sind doch schlecht. Das ist ja wieder irgendwie ein Standard nicht. Okay. Gute Arbeit, du sollst mit dem Booster experimentieren, um deinen eigenen Pass zu erfüllen. Es braucht Übung, ja, ja. Zack. Ich nehme wieder mein Muster. Ich liebe mein Muster. Super Start, Junge. Menschen sind Gegner sein, die sind viel zu schlecht. Nein, 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 das geht gar nicht. Das war heftig, was für ein tolles erstes Event. Was habe ich eine Nachricht gekriegt? Irgendwas Wichtiges? Nope. Aber Zuschauer von meinem, wie Sie wissen, das ist erst der Anfang, ja. Event abgeschlossen. Tuning Kit Stufe 1. Fortsetzen. Nice. Tolle Arbeit da draußen. So, darf ich jetzt bitte das Tuning Kit einsetzen? Tune dein Auto. Welches natürlich? Natürlich mein Muster. Was ist das? Wähle alle Tuning Kits, um dein Auto zu verbessern. Yeah, baby. Habe ich genug? Ja, Tuning. Sammlerstufe erhöht. Energiepaket abholen. Die Tageskarte kann alle 24 Stunden Tuning Kit oder Geld. Okay, cool. Was kriegen wir jetzt? Was kriegen wir jetzt? Bruder, Alter, nice. In meiner Farbe. Sammlung, okay, nice. Dann nehme ich den aber mit rein in die Sammlung. Ich weiß noch nicht wie, aber das kriegen wir schon noch hin. Karten und Chips.
Gratis-Kategorien und Titel, Literaturtipps, Credits und so weiter. Zwei Sterne Reparaturkit. So, und den möchte ich jetzt, würde ich gerne den Kuda, würde ich in meine Sammlung aufnehmen. Ich will mit dem nämlich fahren. Jetzt sehen wir das zweite Event. Ja. Ah, wähle deine Autos. Okay, dann nehme ich als erstes den Kuda und mein Baby natürlich. Wir werden starten, los geht's. Mal gucken, wie der Kuda ist. Hier zahlt sich dein Leistungswert LW aus. Du musst wählen, gegen welches Auto du in der Aufstellung des Gegners fahren willst. Du kannst dessen LW mit deinem vergleichen. Okay, ich fahre den. Wir fahren natürlich gegen Alter, dein Set nehme ich. Ich nehme jetzt mal nicht den schwersten Gegner. Perfekt gebremst, zu früh an der Seite. Schade, mein. Weiter geht's. Abholen. Anwertung 200. Ja, sauber. Mit dem. Ich finde, der liegt besser auf der Straße. Perfekter Start, mein Junge. Oh, vergessen. Ist der Fling? War schon wieder ein bisschen knapper. Der andere ging dann schon gegen. Das ist ja. So, weiter geht's. Ich bin cool 95. Schöner Name. Du bist cool 95. Ist das Maserati? Perfekter Sturm.
Ja, ich bin cool 95. Okay. Weiter geht's. Gegen Masse Münze. Jetzt nehme ich mal wieder das Baby. Schönes Kriegen. Tuning Kit Stufe 1. Ja, super. Sammlung. So, jetzt verbessere ich mal den hier. Mal gucken, was ich hier machen kann. ...560 habe ich. Okay, passt. Wie sieht das? 441er. Kann ich hier noch was benutzen? Nope. Kann ich hier was benutzen? Könnte ich den nicht eigentlich verkaufen? Kann ich nicht. Ist egal, ist nicht wichtig. Jetzt geht's los. Event Nummer 3. Autos wählen. Nehmen wir natürlich meine beiden Lieblinge. Event starten und los geht's. Ja, so, Junge.